So, hallo zusammen. Heute wollte ich gerne mal zeigen, wie ich bei Stücken aus dem Orgelbegleitbuch zum evangelischen Gesangbuch den Fingersatz entwickle. Das ist da rauskopiert, die Nummer 171. Das war heute Morgen im Gottesdienst gewünscht. Wir haben den Satz A, das ist der vierstimmige Satz, wo wir Hände und Füße brauchen, also mit Pedal. Heute soll es um den dreistimmigen Satz gehen, wo wir eben nur die Hände brauchen, der Manualiter zu spielen ist. Wenn wir uns da die erste Choralzeile anschauen, dann sehen wir gleich, wenn wir unsere Hand auf die Tasten legen, die geht vom H bis zum G, ist der höchste Ton, der H der tiefste, sodass wir sehen, okay, das reicht schon mal nicht. Also müssen wir zwischendrin irgendwie improvisieren, dass wir den G mit dabei haben. Aber da das H der tiefste Ton ist, würde man da natürlich mit dem Daumen, also dem Finger 1 an der rechten Hand beginnen. Wenn wir dann gucken, wie geht es weiter, kann man jetzt entweder das E mit dem zweiten oder dem dritten Finger mit dazu nehmen. Ich habe mich hier für den zweiten Finger entschieden, weil es dann verhindert, dass ich das G mit dem fünften, was ja traditionell der schwächste Finger ist, greifen muss. Ich schreibe sowieso immer erstmal alles mit Bleistift hin. Wenn man das dann übt, merkt man doch an der einen oder anderen Stelle, dass es eben nicht ganz optimal ist und dann hat man die Möglichkeit, das wegzuradieren, was beim Füller oder Kugelschreiber schwieriger ist. Also machen wir 1 und 2, 1. Das nächste wird man den Daumen nachziehen. Genauso wie bei dem übernächsten Akkord und dann das GE würde sich dann 4-2 anbieten. Also schreiben wir mal 2-1, 2-1, 2-1, 4-2. In Wirklichkeit würde ich mir nicht jeden einzelnen Fingersatz aufschreiben, sondern ich schreibe immer an der Choralzeile, wie ich anfange und dann zwischendrin noch einzelne Notierungen, wenn sich Fingersätze nicht spontan ergeben. Also logisch. Am Anfang kann man natürlich auch überall hinschreiben, aber ich glaube, das wird dann irgendwann zu viel mit den ganzen Zahlen. Jetzt sind wir also auf GE mit 4-2, da es auch mit EG weitergeht, bleiben wir dann natürlich. Und dann bietet sich an, das Fis mit dem dritten zu spielen. Und dann kann man eben 3-1 für Fis D. Und mit dem Daumen weiter wandeln. Ansonsten sagt man ja immer, man soll nicht auf die schwarzen Tasten mit dem Daumen gehen. Das ist auch grundsätzlich richtig. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Insofern würde ich jetzt 4, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1 spielen. 4, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1. Hier haben wir ein bisschen das Problem, dass es plötzlich das Fis hier unten mitgegriffen werden soll. Das ist jetzt relativ weit weg. Da muss man sich überlegen, ob man das Fis mit der rechten Hand spielen will oder ob man es mit der linken Hand greifen will. Das ist von dem H jetzt auch nicht so irre in der Nähe, also es ist fast egal. Ich habe mich jetzt entschieden, das unten mit der linken Hand mitzugreifen, sodass wenn ich hier bei dem Akkord bin mit dem 3-1, dann würde ich das Dis mit dem zweiten Finger spielen. Schreiben wir mal auf. Und wie gesagt, ich habe mich entschieden, diese beiden Noten unten zu greifen. Das markiere ich mir so und bleibe dann hier oben. Also nochmal gespielt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Das wären die erste Choralteile für die rechte Hand. Ich mache mal Platz auf der Klaviatur für die linke Hand. Auch da wieder geguckt, wie ist der Tonumfang. Es geht, tiefste Note ist also das G und es geht hoch bis zum, an sich bis zum D, aber hier haben wir noch das Fis mit dabei und da sehen wir auch schon, das haut nicht hin. Wir müssen wieder improvisieren zwischendrin. Ich würde hier mit der 2 beginnen. Auch da verhindern wir wieder, dass die 5 mit, der fünfte Finger mit dabei ist. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ist auch jetzt nicht falsch, mit dem fünften Finger den häufiger einzubeziehen. Ich versuche es zu vermeiden. Also fangen wir hier mit der 2 an und haben dann 4, 3, 1,
Ja, 2-1, das ist ja selbsterklärend quasi, das würde ich nicht hinschreiben. Dann würde ich persönlich mit auch der 2 weitermachen hier, weil wir ein bisschen Raum gewinnen müssen, damit wir zum D kommen. Dann liegt unser vierter Finger schon auf dem Ais. Da würde ich also die 4 nehmen. Und dann habe ich gesagt, ich greife jetzt das Fis hier mit. Das heißt, da müsste ich 3-1 zum Fis. Dann bleibt das H ja liegen. Und dann würde ich einfach mit dem linken Daumen hochrutschen. Also nochmal langsam. Wir haben hier dann also eine 1-3 und da auch wieder eine 1. Das heißt, die linke Hand in der ersten Choralzeile wäre 4, 3, 2, 1, 2, 1, 4, 3, 1. Gut, zweite Choralzeile. Auch hier müssen wir wieder gucken, wie ist der Tonumfang. Hier würde es quasi vom A beginnen und dann bis zum H hochgehen. Auch hier sehen wir, da reicht unsere Hand nicht aus. Wir müssen also mit unseren Fingern noch ein bisschen improvisieren. Aber logisch ist, wenn A der fast der tiefste Punkt ist, würde ich hier mit 2-1 beginnen. Weil zum G runter komme ich dann leicht mit dem Daumen. Es wird sowieso alles non legato gespielt. Insofern kann man auch ruhig ein bisschen absetzen. Also 2-1. Und dann würde ich 4-1 machen. Und dann einfach mit dem Daumen hinterher wandern. Ich habe schon gesagt, wir müssen ein bisschen Höhe gewinnen, damit wir irgendwann beim H landen können. Deswegen würde ich hier auf 3-1 umsetzen. Also 2-1. 4-1, da geht der Daumen hinterher und dann wechseln wir, obwohl hier oben das E gleich bleibt, trotzdem den Finger, dass wir uns schon langsam in Richtung H entwickeln, was unser höchster Ton ist. So, dann geht es hier drüben weiter. Wir sind in der Stellung und dann würde sich eine 4-1 anbieten. Und dann, wie gesagt, es reicht immer noch nicht bis zum H hoch. Deswegen müssen wir hier wieder ein bisschen Raum gewinnen. Und da würde ich zum Beispiel das Fis mit dem zweiten Finger spielen. Und dann habe ich wieder genug Finger, um bis zum H hochzukommen. Also nochmal ab da. Wir sind hier beim 4-1. 4-1, 3-1 bleibt ja liegen. Nee, die 2 haben wir gesagt, um Raum zu gewinnen. Dann kommt als nächstes die 3-1. 3-1 und dann muss der Daumen halt wieder auf eine halbe schwarze Taste, soll man nicht machen. Darf man aber manchmal. Jo. Und damit haben wir die ersten zwei Choralzeilen quasi geschafft. Ich würde es mit der rechten Hand nochmal spielen von Beginn. Ups. Und hier jetzt mit dem zweiten, um Raum zu gewinnen. Okay. Dann kommt die linke Hand dran. Auch da geht es vom Dis hoch bis zum E. Da sehen wir auch schon, es wird nichts. Insofern, klar, Dis ist der tiefste Ton, würde ich mit der 5 anfangen. Und dann erstmal so ganz logisch 5, 4, 3, 2, 1. Dann sind wir hier. Und die Finger sind alle. Jetzt kommen ein paar Halbtöne. Dann würde ich hier die 3 aufs Ais nehmen. Dann wieder die 1, weil wenn ich hier den zweiten Finger nehme, müsste ich dann da hoch und dann irgendwie so spielen. Das ist nicht so elegant. Also wir sind hier bei der 3, würde ich die 1 nehmen. Hier wieder die 3. Und dann können wir relativ entspannt das Dis noch dazu nehmen mit dem zweiten. Und haben hier den ersten Finger und damit kein Problem, die Oktave zum tiefsten Ton dieser Reihe zu greifen. Also das wäre jetzt so mein Vorschlag, wie man das spielen könnte, auch nochmal von Beginn.
muss man runterspringen mit dem Finger, was kein Problem ist. Hier ist die Choralzeile zu Ende, da kommt sowieso eine Atempause, hat man genug Zeit. Jetzt kommt das eben mit den Halbtönen ein bisschen ungewöhnlich, aber letztendlich glaube ich auch schon logisch. Soweit würde ich es jetzt erstmal stehen lassen, weil das Grundprinzip gilt dann hinten auch. Einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, da gibt es auch andere Lösungen für die Zwischenschritte. Ich habe so ein bisschen erklärt, warum ich das so machen würde oder warum man das so machen kann. Viel Spaß beim Ausprobieren.